Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dosu mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir müssen da jetzt mit Farkash in dieses Grab runter. Aber zuerst muss ich sagen, die nächsten Folgen sind nicht planned, weil die haben mich sehr, sehr oft getötet hier. Und weil wir sind auf Stufe 15 und haben eigentlich die falschen Talente bis jetzt ein wenig verbessert. Zerstörung ist viel zu wenig und ja, Beschwörung kommt gut, da werden wir viel brauchen dafür, und zweihändig, einhändig und so weiter, da sind die Jungs dabei, die sind zwei bis dreimal stärker als wir und haben auch viel mehr Gesundheit und die kommen gleich in Massen auf uns zu, aber wir werden da gleich einmal probieren, etwas zu leveln, weil da hinten sind ein paar böse Jungs, ja. Und was werde ich? Ich werde dann gleich mal aufräumen da. Wir brauchen da einiges nicht. Ich werde das gleich mal in die Hand nehmen hier. Wir müssen einfach Zerstörungszauber leveln und die Wiederherstellung leveln. Und die haben uns schon erkannt, also können wir uns das Schleichen sparen. Wir stürzen uns da runter und nehmen da ein paar Skelette aufs Korn vorerst mal. Ah, da. Und gleich mal den da. So. Ja, Feuer ist nicht schlecht gegen die Draug und Skelette, die kommen recht gut. Die Draug sind ja auch recht böse und da können wir gleich einmal die Schmetterlinge sammeln. Und ja, komm her. Blaue Schmetterlinge sind extrem cool. Mit denen können wir eigentlich viel machen, aber nicht so. Wo ist denn unser Heinz jetzt hin? Ich vergesse immer auf den Schrei, ja. Wir sammeln da einmal alles, was es zu sammeln. Ah, da gibt es noch eine Truhe. Ups. Oh. Na. Wirst du nach Hause gehen, du Ruheloser? Die sind... das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Wir schmeißen das Ding auch gleich wieder weg. Und... ich habe die nur kurz gesehen, wie wir da raus sind aus dem Ölsturz, aus diesem Staubmannsgrab. Wo ist denn unser Farkash, unser Karl Farkash? Weit, weit weg. Ist da oben irgendwas? Nö, okay. Da schauen wir noch, was es da gibt. Was ist denn das? Zwergenhelm der Magiker. Und Streitaxt, die ist zu schwer, die brauchen wir nicht. Wir schaffen das alles nicht. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und da drin gibt es auch nichts mehr. Nur der blaue Schmetterling da hinten, der bleibt da auch sitzen. Der weiß ganz genau, dass sein letztes Stündlein geschlagen hat. Ich mache hier nur einen kurzen Schnitt, weil ich sammle da einfach alles zusammen, was es da zu sammeln gibt. Und suche auch gleich meinen Gefährten, wo auch immer der hingelaufen ist, der war da oben irgendwo. Okay, und ich räume auch gleich alles zusammen. Da ist er, der Schmetterling. Und das war's dann auch. Da ist... ah. Knochenmehl können wir brauchen. Eventuell. Da, den haben wir schon, ja. Okay, wir sehen uns gleich wieder beim... So, und ich habe ihn wieder gefunden, unseren Karl Farkash, und der steht da oben parat und wir stürzen uns jetzt da runter mal. Ich glaube, da ist der Eingang, ja. Und wir werden da permanent schleichen, weil wir müssen auch schleichen ein wenig leveln. Und da sammeln wir gleich auch noch alles zusammen. Hängemos ist auch sehr wichtig für die Alchemie, ja. Und das machen wir doch gleich. Egal, das wird so und so länger dauern. Ich nehme an, ja, 3, 4, wenn nicht 5 Folgen hier. Und ich denke, ich werde dennoch ja ein paar Mal sterben. Ich weiß nicht warum, ich habe da so ein ungutes Gefühl.
Jetzt muss ich nur kurz einmal nachschauen. Okay. Ja. Und den haben wir. Okay. Gut. Dann geht's los. Ins Staubmannsgrab. Seht ihr, Stufe 15 und wir sind schon bald auf 16 und ja, die Gegner werden ja auch immer heftiger. Wie gesagt, die haben zweifach bis dreifach so viel Lebensenergie und ja, Ausdauer als wir und das kommt ja nicht gut. Und der Farkasch ist aber recht gut im Kämpfen und wir schleichen uns da jetzt kurz einmal runter. Ja, okay. Da gab es doch was. Ja. Die brauchen wir auch. Und da beginnt das Ganze schon. Ja, wir durchsuchen das Zeug hier einmal. Und Knochenmehl brauchen wir auch. Die Spitzhacke könnten wir dann auch gebrauchen. Und das erst vor kurzem. Karl, ja. Seid vorsichtig. Du hast recht. Aber Farkasch, ich sag dir gleich, der Raum ist sauber. Und wir suchen da mal rundum, was es da zu finden gibt. Wir werden nicht viel mitnehmen, weil wir können nicht viel tragen, aber Zutaten und ganz wichtige Sachen, die wir zum Leveln brauchen, da die müssen wir alle durchsuchen, die haben immer Gold dabei, zwar nicht viel. Oh, Zwergenstreitaxt. Die nehmen wir doch, ja. Und Gold. Okay, da liegt auch noch einer. Der hat sich eingemummt. Ah, die kennen wir schon, das nehmen wir. Gut so. Was ich da jetzt ausgerüstet habe, Leute, das wollt ihr? Ah, Dietrich, was? Aha. Da gibt es auch ein Buch. Die Schlacht von Sankretor. Ah, zweihändig. Kommt ja gut. Aber wir müssen. Sollen wir das mitnehmen? Nein, brauchen wir nicht. Ah, das können wir mitnehmen. Das ist ja was wert, oder? 50, ja. Und nehmen. Gut. Da, Novize, das können wir machen. Das weiß ich auch nicht, was da drinnen ist. Oh, falsche Seite. Was ist denn da jetzt? Der will nicht, na. Oh, doch. Weil Schlösserknacken haben wir auch noch nicht gelevelt. Ja, seht ihr, 18, das ist ja schon mal was wert. Und Rolle der Geißel der Untoten, ja. Wir nehmen da alles. Untote bis Stufe 30 werden in Brand gesteckt und fliehen 30 Sekunden lang. Die ist auch was wert. Und dann schleichen wir uns da gleich einmal weiter. Da ist der Marker. Und beim Ölsturzhügelgrab gab es ja da immer diese, ja. Vorsicht bei den Grabsteinen. Ich möchte euch nicht auf dem Rücken zurück. Ja, da hast du vollkommen recht. Die Draug sind nicht unbedingt das Problem. Sie kommen nur so in Haufen daher. Und da rührt sich was, ja. Eigentlich. Da liegt schon einer. Oh. Ja, was machen wir da? Wir machen das gleich einmal so. Und den auf und werden gleich einmal Flammen beide ausrüsten und dann drauf los. Ja, geh mir aus dem Weg. Ja, die haben schon einiges an Energie. So, jetzt sollte ich aber meinen Freund ein wenig heilen. Wo ist denn der? Okay. Hey, das war gut. Und mich selbst auch noch ein wenig heilen, ja.
Schauen wir gleich einmal, ob das noch geht. Und dann wieder die Flammen hernehmen. Unser Atom 8, der ist extrem cool. Ja, aber steht uns da mitten im Weg umher, meistens, ja. Und heilen ist wichtig, weil wir müssen da unbedingt die Heilung leveln. Da gibt es nämlich einen Perk, den möchte ich unbedingt haben. Und ich kann es euch ja mal zeigen. Wiederherstellung. Au, wir sind schon wieder aufgestiegen. Verflixt, das wollte ich ja gar nicht. Wir werden ein wenig auf Gesundheit setzen, schätze ich mal. Ja, okay. Egal, wir haben zwei Talente zu verbessern und das wäre da, nämlich Wiederherstellung und was ich gern hätte, ja. Na, Heilung, oder? Popo, Veränderung, Popo, Zerstörung. Zerstörung, was ich da brauche, ist nämlich das für die Draugr. Ja, da brauchen wir 30 und wir haben erst 28 Zerstörungszauber. Und das wird schon hier sein. Wo ist denn das Ding? Ja, Leute. Wiederherstellung. Ich schau mal, ob ich das jetzt gleich einmal finde. Ja. Ja, und da ist es ja bei Wiederherstellung, die Erholung. Magica regeneriert sich um 25% schneller. Und das wäre ja wieder was. Ja, das brauchen wir. Dazu brauchen wir aber 30 und wir sind erst bei 21. Ja. Das könnten wir dann gleich einmal machen. Deswegen werden wir viel wiederherstellen und ja, alles. Unseren Karl Farkasch werden wir permanent heilen. Ruhelos, der Trauk haben wir da jetzt. Ja, da hinten, der hat sich da versteckt. Die brauchen wir nicht. Der Bogen brauchen wir auch nicht. Gold, Knochenmehl und die Pfeile nehmen wir. Okay. Wir durchsuchen noch schnell hier alles. Haben wir den schon? Trauchwicht, nein, Knochenmehl. Und das ist nicht verzaubert, das nehmen wir auch nicht. So, wir machen das einfach so, schaut auch besser aus. Wir haben jetzt diesen Helm, den wir gefunden haben, aufgesetzt. Der hat die gleiche Eigenschaft wie die Novizenkapuze, nur hat er 20 Rüstungspunkte. Und das geht so schlecht. 20 Rüstungspunkte und deswegen tragen wir den auch. Ist zwar nicht sehr stylisch, aber egal. Da ist auch nichts drin. Wie gibt's denn das? Und wir schleichen jetzt wieder, weil ich bin mir nicht sicher, was da jetzt auf uns zukommt. Ich habe das nämlich schon länger jetzt nicht mehr gegamed. Das brauchen wir alles nicht. Gold und die Pfeile, ja. Waren wir da schon? Gold. Ah, das ist ja ein Irrgarten hier. Da, die Jungs können wir nicht durchsuchen. Okay. Na, was? Farkasch, Karl, komm, lass es sein. Der Raum ist ja sicher, brauchst du keine Angst haben jetzt. Da drinnen ist schon lange keiner mehr gestanden. Und ich habe die Steuerung ein bisschen schneller gemacht, weil wir im Nahkampf, und das werden wir des Öfteren jetzt müssen, uns schneller bewegen müssen. Es reicht ja schon, wenn die so langsam sind. Ja, da sind wir schon bei der Tür, da können wir uns ein wenig ausruhen. Da ist überhaupt nichts drin. Ja, wir müssen uns beim Nahkampf schneller bewegen. Da haben wir ein Problem damit. Okay, das war's. Der Anfang dieses Quests mit unserem Karl Farkasch und ja, wir beschließen mal dieses Video ganz einfach mit Karl Farkasch
meiner Feueratronachin und mit mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das wird noch recht lustig. Ich denke schon. Ciao, Leute.